Mit dem, wenn ich richtig rechne, 12. Film kommen wir ja eindeutig in das letzte Drittel dieser Sequenz von Filmen. Und da möchte ich ein bisschen mal zusammenfassen, was ich jetzt so alles gesagt habe, dass es also eine scheinbare Dialektik gibt oder eine tatsächlich so empfundene Gegensätzlichkeit von einem digitalen Irgendwo im Fernstudium. Da ist dann auch die virtuelle Lerngruppe diffus versammelt. Das ist der eine Pol. Der andere Pol ist das, was ich als hybrides Atelier beschrieben habe, also sein Studientisch mit der neu eingerichteten Umgebung, die man fürs Studium eben optimiert hat. Also das ist schon mal ein Gegensatz, den es gibt. Ja, und wenn man in solche Interviews mal reinliest, dann äußert sich das in Aussagen wie: und da war das irgendwie auch so in der Gruppe, also besonders in der Gruppe, eine große Hilfe durch vor allem Dingen einzelne Personen, die einen immer wieder gepusht haben, die gesagt haben, mach doch mal dieses und mach mal jenes. Oder aber man ist sehr vertraut, es ist sehr, sehr real. Das sind alles positive Formulierungen. Es gibt natürlich auch negativen, die zeige ich auch gleich. Aber hier, was hier noch schön ist, man lernt dann doch seine Kommilitonen doch wieder in einer gewissen Form richtig kennen, weil die virtuellen Klassenräume dann doch so konzipiert sind wie echte Klassenräume. Man sieht all die anderen, die mitlernen. Man kriegt ein subjektives Bild dadurch, dass sie visuell sind. Also das sind alles Wahrnehmungen, die diese Durchlässigkeit dieser Räume bezeichnen, also einerseits mein Raum, in dem ich tatsächlich physisch bin, und der mentale Vorstellungsraum, in dem dann auch das Vorlesungsgeschehen passiert. Aber es gibt natürlich da auch Äußerungen, die anders klingen. Man interpretiert also eben die soziale Kommunikation so, also ich sehe mich zum Beispiel auch als Einzelkämpfer, eine Äußerung, die ganz oft vorkommt oder die man sieht, die aber sehr viel Kraft braucht. Also hier gestörte Kommunikation, also ich frage was und niemand antwortet, oder ich kriege eine Antwort, die ich nicht einordnen kann und so. Und das ist natürlich dann auch, sind natürlich auch Irritationen, die es da gibt. Überwiegen tun natürlich schön, dass es familiär sei, kollegial, vielleicht sogar professionell wertschätzen und so weiter. Also diese Vorgänge, die machen sozusagen die Gruppe. Das sind soziale Kommunikationen, symbolische Kommunikationen. Ich zeige was und bekomme eine Antwort, in der ich entnehmen kann, ich wurde verstanden. Und das sind ganz wichtige Zusammenhänge, die eben diese soziale Gruppe etablieren. Man kann also zusammenfassen, dass es also die Natürlichkeit nicht ganz so gegeben ist, aber wenn sie bewusst konstruiert wird, stellt sie sich ein. Aber um diese Position der wenig natürlichen und vielleicht künstlich erfahrenen Umgebung mal zu verdeutlichen, ist dieses Zitat eigentlich ganz schön. Natürlich gibt es auch ein richtiges Gespräch, aber es ist meist halt irgendwie über WhatsApp, und also es ist nicht so ein richtig gesunder Gesprächsverlauf mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende, sondern es verfranst sich meistens und verläuft sich dann halt. Das ist eine Äußerung, die eigentlich ganz schön beschreibt, dass es eben als diffus erfahren wird, dass diese Grenzen, die ja auch ganz oft mit zeitlichen Ritualen definiert werden, im gewöhnlichen, im Präsenzbetrieb sozusagen, fehlt da, und insofern in diesem Spannungsfeld steht es. Und insofern möchte ich mal diese Spannungsfelder mal fassen in einem Modell. Es gibt also auf der einen Seite diese Gruppe, die in irgendeiner Form diffus irgendwo ist im Raum, im virtuellen Raum, zu der ich Kontakt nehmen kann, aber eben nicht muss und auch nicht kann manchmal, aus technischen und aber auch aus organisatorischen Gründen, weil nicht jeder jederzeit da ist. Und auf der anderen Seite ist eben das, was ich das Hybride, jetzt hätte ich vielleicht den Kreis später machen sollen, also das Atelier, in dem sozusagen jeder allein ist, und hier ist die Gruppe,
die viele sind, aber eben auch alle so für sich sind, aber von demjenigen, der es wahrnimmt, natürlich wahrgenommen wird als Gruppe. Das ist, denke ich, auch normal. Und dazwischen würde ich mal setzen den Körper als solchen. Also jeder hat irgendwie einen Körper. Und das, was ich als Emotion das letzte Mal auch gezeigt habe, dass es auch darum geht, in diesem Entwurfsprozess das als Marker zu nehmen für Ideen. Ne? Also die stehen ja hier drin und der Körper ist eben dazu da, um eben sich zu fokussieren zwischen diesen Grenzen. Also hier würde ich so eine Grenze sehen und das ist hier die Zwischenebene, durch die es gehen muss. Also entweder gehe ich darüber und nehme Kontakt auf. Oder es geht nicht aus organisatorischen Gründen, oder es soll nicht sein, weil es eben quasi auch keinen Sinn macht vom Projektablauf, dass ich eben ja letzten Endes meine Ruhe brauche. Das kennt ja, denke ich, auch jeder, dass es eben auch darum geht, um diese selbstorganisierte Isolation, die ich in dem Thema Diastase erläutert habe. Ich fasse zusammen und komme zum Schluss. Es gibt also konzeptionell einerseits diese Autonomie von Lernprozessen, einerseits die es geben muss, um eben dieses Fernstudium als selbstorganisiertes Lernen überhaupt hinzubekommen. Und auf der anderen Seite gibt es aber notwendige soziale Prozesse, ohne die wiederum ein persönlicher Entwicklungsprozess auch nicht ginge. Also ich brauche sozusagen das Lernen vom anderen her, wie Arnold sagt. In diesem Spannungsfeld stehen eben diese zwei Pole. Einerseits ich als Individuum, als isolierter Lerner einerseits, aber vielleicht auch Dozent, ja, ich bin ja auch isoliert. Und auf der anderen Seite eben die Gruppe, die sich sozusagen symbolisch manifestiert. Und in diesem Spannungsfeld steht es und wie funktioniert es dann, dass diese zwei Systeme interagieren? Es ist die Eigenaktivität der Beteiligten, die eben entscheiden, ich stelle Kontakt her oder ich lasse es sein. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Zusammenhang. Und in der Selbstorganisation ist es auch sichtbar, dass es kein rein symbolischer, abstrakter Prozess ist, sondern dass eben die Körperlichkeit da eine Rolle spielt. Ich setze mich hin, ich mache was, ich mache Sport vorher oder nachher und so weiter. Also das sind alles Dinge, die da schon reinspielen als wiederum selbstorganisierte Rituale, um eben dieses Gleichgewicht oder diese Synergie zwischen rationalem Tun und emotionalem, assoziativem Tun eben auszubalancieren. Und da kann man schon sehen, dass die Körperlichkeit da in der Mitte steht. Insofern schließe ich ganz konkret diese Folge ab mit wiederum mit dem Appell. Die Gruppe ist wichtig, ohne die geht's nicht. Man soll und muss sich abgrenzen an einem bestimmten Punkt, aber man muss sich sozusagen auch diesem Vergemeinschaftsdruck sozusagen unterwerfen, indem man eben sagt, ja, okay, ich will jetzt nicht die Webcam anmachen, aber ich mache das, weil es ein Dienst an dem sozialen Zusammenhang des Lernens ist. Und deshalb stelle ich mich auch in der Verantwortung der Gruppe, obwohl ich jetzt vielleicht beruflich, familiär und so weiter nicht so den Bock dazu habe. Aber es ist auch eben auch eine Verantwortlichkeit gegenüber dieser Gruppendynamik, dass ich eben das tue. Und auf der anderen Seite muss man respektieren, dass der gestalterische, künstlerische Prozess eben Diastasen hat und braucht, die eben davon leben, sich abzukapseln und eben keinen Zugang zu gewähren zu dieser Blase, zu diesem hybriden Atelier. Auch das ist sozusagen die andere Seite der Medaille.